Hallo, mein Name ist Ralf von Bergetools und heute möchte ich euch unser neues Betriebsfahrzeug vorstellen. Wie man ja sieht, ein Jeep Wrangler Unlimited, und zwar das Modell JL, das aktuelle Modell. Der ist von 2018. Das war ein Vorführwagen beim Autohaus CT Häse. Und da wir kurzfristig Ersatz für unseren JKU brauchten und ich den Thorsten Häse beknien konnte, uns den zu geben, haben wir den bekommen. Und da war der zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon so, wie ich ihn gerne hätte. So wie ich ihn gerne hätte, heißt ein 2,5 Zoll Fahrwerk mit JKS Federn und Fox Dämpfern. Bei der Auswahl Fahrwerk, das hier ja schon drin war, verlasse ich mich immer auf den Markus Krings, weil der weiß, was er tut, und hat so wie bei unserem JKU auch hier für den Vorführer ein Fahrwerk mit JKS Federn und Fox Dämpfern verbaut und hat sich also auch gezeigt, dass die positiven Erfahrungen, die wir mit dieser Kombination beim JK hatten, auch hier mit dem JL, egal wo wir bisher unterwegs waren, damit sich super geschlagen hat. Was er außerdem von vornherein hatte, waren eben 315er Räder, allerdings ATs. Die MTs hat er jetzt erst seit kurzem. Was für ATs hattest du drauf? ATs waren drauf BF Goodrich, der KO2, der sich auch ganz gut in Schnee bewährt hat. Natürlich kein Winterreifen, kein echter Winterreifen, aber wenn mal nur kurz ein bisschen Schnee ist, kommt man mit dem ganz gut zurecht, im Gegensatz zu den MTs. Aktuell haben wir den Cooper STT Pro drauf, MT-Reifen. Da wir demnächst die Frühjahrstour auf Korsika machen und direkt im Anschluss eine Tour in Griechenland, im Nordgriechenland. Und da werden wir die MTs auf jeden Fall brauchen. Hoffe ich. Und wieso der und kein anderer? Cooper ist mir persönlich am liebsten. Der ist nicht laufrichtungsgebunden. Das bedeutet, es gibt MTs, die deutlich besseren Grip haben. Allerdings hat man dann auch deutlich mehr Verschleiß und Belastung auf der Vorderachse. Wenn hier mit den Cooper MTs mit reduziertem Luftdruck nichts mehr geht, dann wird halt gewünscht. Bevor ich mir irgendwie Kreuzgelenk, Homokinet, Steckachse oder Differential kaputt mache, dann lieber so. Wenn der Cooper durchdreht, dann wird gewünscht. Die AT Reifen, so wie ich ihn übernommen hatte, waren auch auf American Racing Felgen drauf, und da mir die sehr gut gefallen haben eigentlich, weil das schön stimmig ist, das Ganze, habe ich mir die nochmal einen Satz jetzt für die MTs geholt. Die Schrauben sind Deko, oder? Die Schrauben sind Deko, also kein Bedlock. Motor wäre ja vielleicht auch ganz wichtig, Motor. Weil es gibt ja jetzt so viele unterschiedliche in der Zwischenzeit. Das ist noch ein reiner Benziner, das ist der 2 Liter Turbo. Eigentlich wäre mir der 3,6 Liter, den ich vorher im JK hatte, lieber gewesen. Warum, kann ich eigentlich gar nicht sagen, halt einfach irgendwie Hubraum-Junkie, keine Ahnung. Deswegen habe ich mir ein bisschen schwer getan mit einem 2 Liter Benziner, aber der hat sich bisher auch prächtig geschlagen. Werden wir sehen, wie lange er durchhält. Mit der Warnstoßstange bin ich auch sehr zufrieden. Da war ich auch froh, dass sie schon dran war, weil das wohl auch immer schwieriger wird, die überhaupt noch eingetragen zu bekommen. So wie die Stoßstange war auch die Winde schon beim Vorführfahrzeug dabei. Bin ich eigentlich auch recht zufrieden, hat bisher auch alles gemacht, was sie tun muss. Ist jetzt nicht das High-End-Deluxe-Gerät, aber das muss auch gar nicht sein. Sie hat ausreichend Zugkraft für das Fahrzeug. Es ist dabei die Funkfernbedienung und die Kabelfernbedienung, wobei ich persönlich die Kabelfernbedienung lieber nutze, weil sie doch direkter reagiert. Mit der Funkfernbedienung, wenn man im Fahrzeug sitzt, hat man doch eher mal Aussetzer, dass sie entweder zu lang oder gar nicht zieht. Also weiteren Unterfahrschutz oder sowas ist hier keiner verbaut. Sollte tatsächlich mal was im Gelände sein, kommt man natürlich mit dem Unterfahrschutz deutlich schlechter dran, muss alles erst abbauen, um irgendwas reparieren zu können. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich gerade in irgendwelchen Felspassagen recht vorsichtig und sinnig unterwegs sein muss, dass ich mir nichts kaputt schlage. Dazugekommen sind vor kurzem jetzt die Rugridge Rockslider.
Außerdem hier der Lampenhalter und Funkantennenhalter von NSR. Was der Jeep von NSR schon hatte, da gibt es ja viele schöne Anbau- und Zubehörteile, ist auch zum Beispiel diese Kennzeichen-Klapphalterung, sodass man hier schön ans Windenfenster drankommt und im Gelände das Kennzeichen nicht abbauen muss. NSR macht, ist nicht Jeep, nur nö. Jeep? Nö. Das ist ja, wenn du ein Windenfenster hast, das hier diesen Lochabstand hat. Das sind die 10 Zoll, also 254 mm Lochabstand. Dann kannst du das natürlich unter jedes Windenfenster bauen, was ebenfalls diesen Lochabstand hat. Und vorne plan ist die Stoßstange. Außerdem haben wir von NSR noch diesen schönen Kennzeichenhalter. Leider immer noch ohne Kennzeichen. Wir fahren mit der Notlösung geklebt rum. Das Problem ist einfach, dass jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit auch mit Zulassungsstelle das nicht so einfach war. Entweder man bräuchte ein Gutachten dafür oder man muss den vorführen. Und da ich leider überhaupt keine Zeit hatte, hängt das immer noch da und nicht da, wo es hingehört, in der richtigen Größe. Den Kennzeichenhalter, dafür brauchst du ein Gutachten. Weil das hier das nicht für den Halter, sondern für das kleine Kennzeichen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Kennzeichen beleuchtet festzubekommen. Weil hier ist die Rückfahrkamera. Ja. Unten gibt es nichts. Ja. Dachträger habe ich keinen, sonst könntest du an den Dachträger dran gehen. Vorher war eine normale Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kopf dran. Ich habe mir vom JK umbauen lassen, hier den 2 Zoll Einschub, weil man den auch schön nehmen kann, um da Bergeschäkel dran zu befestigen oder andere 2 Zoll Gerätschaften. Weiterer Vorteil ist, dass der natürlich auch den Böschungswinkel hier hinten kaum beeinträchtigt, wohingegen eben fest installierte Anhängerkupplungen immer ja noch ein deutliches Stück rausstehen. Auch hinten haben wir eine Warnstoßstange dran, wo auch die Sensoren mit eingebaut wurden. Und hier ist unter Tessi die Rückfahrkamera versteckt. Der Reserveradhalter ist ebenfalls von Rugbridge, ein verstärkter, um auch mit dem Gewicht der 315er zurechtzukommen. Was wir außerdem noch von Rugbridge haben, ist hier der Snorkel. Das ist mir die liebste und schönste Variante, da man hier eben nicht noch irgendwie einen Aufbau hat und man ihn theoretisch auch in der kurzen Variante mit dem Low Mount fahren könnte, was dann nicht so auffällt. Ausgesucht hätte ich es mir wahrscheinlich nicht, aber dieser Jeep hat ein sogenanntes Sky One Touch Power Top drin. Das bedeutet, das ist dieses Schiebedach, was direkt die zwei Sitzreihen vom Himmel befreit und sich hinten auffaltet. Auf unserer Corsica-Tour hat sich das allerdings, dieses schöne Dach, auch schon mehr als bewährt. Macht also wirklich Spaß, wenn man kurzfristig einfach mal aufmachen kann, durch die Sonne fahren kann. Martina hat sich oben drauf gesetzt, hat mitgefilmt, fotografiert von da oben. Also schon eine super Sache. Allerdings einen großen Nachteil hat das Dach. Es gibt keinen wirklich dazu passenden Dachgepäckträger. Die einzige Variante, die man als Dachgepäckträger hier nehmen könnte, wäre ein Gobi-Rufreck. Allerdings nicht in Kombination mit diesem Schnorchel. Der Gobi-Rufreck braucht hier die A-Säule, um das als Aufnahmepunkt zu nehmen. Geht als externer Käfig runter hinten auf die Stoßstange. Alle anderen Varianten wie Frontrunner, Rhino-Rack und so weiter, die durch das Dach durchgehen, gehen hier leider nicht, weil da eben einfach die Schiene von dem OneTouch Sky im Weg ist. Eine sinnvolle Lösung für einen Festeinbau-Funkgerät haben wir leider noch keine gefunden. Die Antennenhalterung haben wir ja schon, aber wo jetzt das Funkgerät hin soll, weiß ich noch nicht wirklich. Momentan haben wir hier so eine Notlösung. Funkgerät hier dazwischen gequetscht. Was ich super finde, das ist diese RAM-Schiene hier oben. Exakt passend für den JL. Geht allerdings nicht beim
bei der Elektro-Variante. Der hat hier noch irgendwelche Teile dazwischen. Es geht also nur beim normalen JL. Ist halt ganz sinnvoll, um eben Handy, Tablet, Kamera, was auch immer zu befestigen. Ihr fahrt ja mit dem Auto auch Touren. Ja. Aber du hast keinen Innenausbau. Nein, ich habe keinen Innenausbau, weil wir ja als Tourguides unterwegs sind, da auch sehr viel an Ausrüstung mitnehmen. Und dadurch, dass wir jetzt hier keinen Dachgepäckträger nehmen können, kommt für uns ein Innenausbau leider in der Form jetzt nicht in Frage. Wir schlafen seit eh und je als Bodenbrüter im Zelt. Wir haben ein einfaches 2-Sekunden-Plöpp-Zelt und Martina kriegt das dann auch wieder zusammengebaut. Ich nicht, ich habe da nicht die Nerven für. Ja, und das hat sich eigentlich bewährt. Und bist du denn generell mit dem Modell zufrieden? Also grundsätzlich war ja der Sprung vom TJ zum JK waren schon Welten. Und vom JK zum JL, das merkt man auch nochmal deutlich. Da hat sich doch nochmal eine ganze Menge getan. Was am wichtigsten in meinen Augen ist, ist die 8-Gang-Automatik, weil er damit doch deutlich genauer und spritziger unterwegs ist als mit der vorherigen. Das heißt, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du den wieder nehmen? Oder würdest du den alten nehmen? In der Zwischenzeit, da wir mit ihm ja jetzt auch schon einiges erlebt haben, hängt das Herz jetzt durchaus auch schon an ihm, sodass der Schmerz über den Verlust des Alten doch so langsam schwindet. Super. Ja, dann vielen Dank dafür. Gerne, gerne.